Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, und zwar beruflich, privat, all das, was dich ein Stück glücklicher macht, als du es vielleicht heute bist. Ich bin Uwe von Grafenstein, du findest mich wie immer auf www.uwevongrafenstein.de. Wenn du Fragen hast, Anregungen hast, Kritik hast oder selber mich hier besuchen magst, freue ich mich natürlich immer auf spannende Leute. Ich habe mir einen solchen spannenden Leut heute eingeladen. Das ist Wally Wasiri, der lebt hier in München. Wir kennen uns, haben wir gerade festgestellt, seit 10 Jahren. Und zwar habe ich Wally kennengelernt, weil er so der Sneaker-Dealer in München war. Der war so der Go-To-Place, wenn du einen guten Sneaker haben wolltest. Was Besonderes, ein Putter, irgendeine Sonderkollaboration. Dann bist du zu Wally gegangen, in ein winzig kleines, ja wirklich ein kleines Kabuff. 17 Quadratmeter, ein geiler Laden hier im Lehel, das ist ein super altes Viertel, wo so ein Laden gar nicht sein dürfte, aber er war da. Und die Türklinke war ein Air Max 1, ja, habe ich gefeiert. Wally hat seine Glücksliste immer wieder angepasst. Es gibt diesen Sneakerladen jetzt nicht mehr, du machst ganz andere Sachen. Du machst jetzt Brand-Kooperationen, gell? Für Leica, für verschiedene Brands, für BMW, wo du die zusammenbringst und die einfach Consulting machst. Gell? Das musst du mir gleich erzählen. Ja. Aber vorab will ich von Wally Wasiri wissen, was müssen Menschen da draußen über Wally wissen, damit Wally das Gefühl hat, die wissen, wer Wally ist? Also ich fange mal andersrum an. Die meisten haben mich ja kennengelernt vom Store. Mhm. Ja? Von dem Sneaker-Schuh. Genau, von dem Sneaker. Und dann, wo ich den Store heute auf morgen auch zugemacht habe, haben natürlich auch die meisten gedacht, ey, was macht der denn jetzt? Ja? Ja. Und ich habe immer schon mein Netzwerk aufgebaut. Ich habe immer schon tolle Leute kennengelernt. Ja? Mhm. Also auch jetzt, wo ich jetzt gerade bin. Ja? Ja. Und meine bezaubernde Frau hat immer wieder zu mir gesagt, hey, fang doch mit dem Netzwerk was an. Mhm. Ja? Und ein sehr guter Freund von mir, der hat auch zu mir gesagt, hey, du musst mit deinem Netzwerk auch Geld verdienen. Ja? Mhm. Und das war dann irgendwie so beim Überlegen, wie mache ich das am besten. Ja? Mhm. Und dann dadurch, dass ich, wie gesagt, eine tolle Frau neben mir habe, seit über 16 Jahren. Schöne hat Grüße gesagt, an Sie an der Stelle. Ja. Und hat die zu mir gesagt, pass auf, ich bringe es bei, weil sie kommt ja vom Management, vom Consulting. Von der Unternehmensberatung, richtig? Genau. So, die hat was Ordentliches gelernt, im Gegensatz zu ja, dir. Ja, richtig, ja. Sie hat gesagt, pass auf, ich zeige dir einfach die Basic. Mhm. Und dann, ja, dann mach das einfach. Ne? Mhm. Und so habe ich angefangen. Und es ist natürlich ein Hustle, ja, Leute zusammenzubringen und dann kassieren. Es ist echt ein Hustle, mhm. weil du wirst auch nicht ernst genommen irgendwie. Und wir reden jetzt nicht von gestern, wir reden wirklich, wann habe ich damit angefangen? Vor 5 Jahren. Aber was genau machst du für diese Brands? Also ich weiß, du kommst ja nicht nur vom Schuhladen, sondern du warst auch immer schon als DJ unterwegs. Ja, ja? Also ich bin mit der Musik aufgewachsen. Du kommst von der Musik. Ich meine, du kommst ja auch so, du bist ja gemischt. Du, mhm. bist, ja nicht nur, du bist ja nicht nur deutsch. Und ich habe nichts, genau. Also meinst du jetzt, wo... Deine Wurzeln. Meine Wurzeln. Also, wo du herkommst. Weil du bist ja auch eine wirklich spannende Mischung, so. Sagst du ja selber. Und das ist ja auch das, dein Ding ist ja auch das Zusammenführen der Religionen. Das ist ja so ein bisschen, absolut. Ist ja auch dein eigener Brand. So, absolut. Ne? Also ursprünglich komme ich aus Afghanistan. Ja. Ja, ich bin 80 geboren, dann sind wir 81 geflohen vom mhm. Krieg, wo die Russen kamen, mhm. Nach München, direkt nach Neuperlach dann. Mhm. Und wir haben eine ganz große Familie. Mein Opa von meiner Mutter aus, der hat 2 Frauen auf einmal geheiratet. Mhm. Und meine Eltern haben immer mal schon gesagt, egal was für eine Religion du hast, wo du herkommst, sei einfach ein guter Mensch. Und ist die beste Religion. Ist die beste Religion. Und welche Religion hast du? Tatsächlich. Also bist du Muslim? Also ich bin im Islam aufgewachsen, genauso ja. in dem Christentum, genauso in dem Judentum, weil ich mich einfach zu Hause fühle hier. Ja. Ja, also meine Heimat ist schon irgendwo Afghanistan, Kabul. Klar. Aber ich war da noch nie, weißt du? Und meine Heimat, meine erste Heimat ist München. Mhm. Ja, und da bin ich auch sehr stolz drauf. Und du wohnst auch zentral, da kann man gar nicht wohnen. Absolut. Gell? Am Jakobsplatz. Du bist wirklich auch noch am Brennpunkt der Religionen, muss man sagen. Absolut. Und darum ist es für mich schon was Wunderschönes, ein Traum von mir, eines Tages nach Afghanistan zu gehen, um meine Wurzeln mal oder unser Haus mal wirklich mal. Unser Haus steht ja noch da auch. Das weißt du. Genau, ja. Und mein Cousin lebt dort. Mhm. Und wir haben noch Familie dort. Aber das Problem ist einfach,
wenn ich nach Afghanistan für eine Woche hinfliege, ja, oder Urlaub mache oder mir Kabul angucke, das ist nicht machbar. Weil weißt du, da geht es nicht um die Taliban etc., die interessieren uns gerade gar nicht. Ja. Das sind Businessleute, ja. Da geht es einfach um ganz andere Punkte. Mhm. Weil wenn die mich hier, die sehen mich, ja, als kein Star, ich bin ein Nobody, ja. Mhm. Und ich bin tätowiert und weißt du, das ist für die was ganz Neues. Und da ist halt einfach die Gefahr zu hoch. Dass ich irgendwie, ja, ja, ob ich überhaupt zurückkomme, weiß ich nicht. Und das ist immer von den Medien ein bisschen sehr plakativ. Mhm. Und darum, ich weiß nicht, ob eines Tages dieses wunderschöne Land wieder dahin gehört, wo es mal war. Mhm. Und, das ist einer der reichsten Länder der Welt. Ja. Wir wollen jetzt nicht so sehr in die Politik reingehen, aber ja. Aber du vermisst es, ne? Oh ja, doch, weil mein Vater, ist 88 verstorben, mhm, und sein letzter Wunsch war, dass er in Afghanistan begraben soll. Und darum ist es schon schön, wenn man so einem gewissen Alter nach Afghanistan gehen will und dein Papa sein Grab besuchen will. Weißt du? Das ist für mich das geht nicht für dich, verstehe ich. Und das ist für mich so der einzige, wo ich dann sage, okay. Ja, ist auch erstmal, aber ich glaube, unauflösbar, ne? Also derzeit. Okay. Das verzeiht er mir schon doch. Ich glaube nicht, ja. Ich glaube, es geht ihm mehr darum, dass es seinem Sohn gut geht, als dass der da irgendwo... Absolut, da braucht man auch keine Religion in dem Moment. Ne? Ja, exakt. Du bist jetzt 38, gell? Mhm. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt. Alles ich gut. Bin geschockt, ehrlich gesagt. Ich habe dich älter geschätzt. Du bist ein Jahr älter als ich. Ich dachte, du wärst deutlich älter als ich. Nicht äußerlich. Ich habe es eben gerade schon gesagt, bei dir schwingt so eine gewisse Lebensweisheit mit. Also ich meine, kommt natürlich auch, glaube ich, durch... Ja, das von Herzen, weil... Dann ist die Gesichtszüge... Weiß ich nicht, nee, ich glaube nicht die Gesichtszüge, sondern ich glaube, es ist die Art und Weise, wie du auftrittst, es ist die Art und Weise, wie ich dich auf Social Media wahrnehme, wie ich dich im Laden genommen habe, wie ich dich wahrnehme. Wir laufen uns ja lustigerweise irgendwie immer in der Stadt über den Weg, ne? Und kriegen so etappenweise mit, wie der andere sich weiterentwickelt, gefühlt. Von daher freut es mich, dass es jetzt hier für den Podcast wieder zusammengekommen ist. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, danke für deine Zeit. Was beschäftigt dich jetzt gerade? Du hast gesagt, du bringst Brands zusammen. Ja. Mit wem? Oder was machst du für die? Oder was ist dieses Netzwerk, von dem du gesprochen hast? Mhm. Und wie wertest du das aus? Also mein Job ist in dem Moment, dass ich diese Street Culture, wo ich aufgewachsen bin, wo du aufgewachsen bist, mit Luxusgütern zusammenbringe. Weil es gerade hot ist? Weil es hot ist? Wie kommt man denn? Also ich meine, warum wollen Luxusbrands mit Street Credibility verbunden werden? Also wie kommt es zu einer Entwicklung? Wie kommt es dazu? Hast du das unglaubliche Buch Tanning of a Nation? Ja. Weiß nicht, ob du das gelesen hast, ne? Nee, gelesen habe ich es nicht. Unfassbares Buch. Also wie schwarze Kultur, Hip-Hop, also auch die Luxusmarken überrannt hat, beziehungsweise abgefärbt hat. Absolut. Das passiert jetzt hier. Ich glaube, mit einer Verzögerung passiert das auch hier gerade. Ja, das Ding ist einfach die Zeit. Mhm. Ja? Und viele Firmen schauen einfach auf ihre Uhr. Mhm. Es ist so. Mhm. Es wäre niemals passiert, dass ein plakativen Beispiel wie Virgil Abloh, der jetzt für Louis Vuitton arbeitet. Ja, Sido ist Markenbotschafter von Hublot. Ne? Also der öffnet die Stores. Der war 20 Jahren nie passiert. Undenkbar. Und das ist halt so eine Sache, wo ich damals vor 5 Jahren angefangen habe. Oh, mal ganz ehrlich, wie viele Leute haben mich ausgedacht? Mhm. Wie viele? Und jetzt denselben Job machen. Hm. Ja, ich glaube, viele denken sich auch so, guck mal, der Walli, also haben sich das früher gedacht, ne? Mhm. Das ist sowas mit 15 bis 20, kann man noch Sneaker gut finden, danach gilt es als ein wenig hängen geblieben. Weißt du, was ich meine? Der ist immer noch in seinen gefühlt Baggy Pants, ne? Danke. Die man nie getragen hat. Aber genau. Absolut. Das ist der Punkt, man läuft immer noch mit der Basecap rum. Also wenn ihr jetzt das auf YouTube also seht, dann werdet ihr diesen Mann in voller Pracht sehen, tätowiert, mit einfach slickem Hemd, Basecap, so wie sich's gehört. Ja, aber das ist genau der Punkt. Und jetzt gerade ist es ein riesen Wirtschaftsfaktor geworden. Absolut, weil ich sehe es selber und ich spüre es auch, weil ich das auch komplett vom Herzen mache, weil ich mich auch super wohlfühle mit Luxusgüter, genauso mit dem Thema, wo ich aufgewachsen bin, Street Culture, ja, in Verbindung zu bringen. Mhm. Das ist echt total interessant, wie das auch dann so wächst, weil wenn du jetzt eine Nymphenburg-Porzellan siehst, ja, oder Leica siehst, natürlich auch, wie du jetzt so schön gesagt hast, Sido, einer der erfolgreichsten deutschen Rapper, der mit Hublot zusammen kommuniziert oder auch Botschafter ist
Bei mir ist es ganz einfach, ich schaue, dass ich, das ist immer so ein bisschen, wie sagt man so, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wie man das ausspricht, obwohl den Staub wegzunehmen. Ja. Ja, das ist nicht vorsichtig, das ist einfach die Realität, weil die unheimlich tollen Manufakturen einfach mit der Zeit gehen wollen. Mhm. Die wollen ja auch die Google Kids, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, ja? Mhm. Die wollen die auch irgendwo zu sich ziehen. Mhm. Wer kauft sich heutzutage noch mit 25 oder 26 Porzellan? Mhm. Keiner. Genau. Null. Ja, für die arbeitest du für die? Genau. Also wie kriegst du Street Culture mit Nymphenburger Porzellan zusammen? Kann ich denn? Darfst du das natürlich sagen? Kann ich. Ja, cool. Ich kann dir da habe ich damals vor 2016 Nymphenburg Porzellan mit Comme des Garçons zusammengebracht. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht reden, was rauskommt. Ja. Ein wunderschönes Projekt. Was machst du genau mit Leica? Da bist du ja auch in der Koop drin. Was, genau. Oder wie ist es gekommen oder was machst du mit denen? Also Leica wurde mir vorgestellt, eine sehr gute Freundin von mir, Kim, danke nochmal. Die hat mir Leica vorgestellt, weil Kim mitbekommen hat, dass ich so Porträtvideos und gerne fotografiere. Ich bin kein Filmmacher, bin auch kein Fotograf, aber ich liebe Erinnerungen. Ja. Und und da hatte mich Leica, hat ein Intro gemacht, mit Leica vorgestellt. Und die haben mich dann quasi ausgestattet mit Equipment. Und nicht nur das, sondern dann habe ich wiederum Leica vorgeschlagen, hey, ich kann gerne mein Netzwerk euch vorstellen. Zurück zum Thema Street Culture. Mhm. Und dann habe ich Soulbox vorgestellt und die haben dann sich auch... Das ist ein großer Sneakerladen, ne? Für die es nicht wissen. Absolut, Soulbox. Einer der wichtigsten Sneaker, ja, wie du sagst, Pioniere. Pioniere, absolut in Deutschland, auf jeden Fall. Und die habe ich beide zusammengebracht. Was da rauskommt, ihr werdet es sehen. Genau, einfach auf Soulbox, Instagram und die ganze Social Media verfolgen, genau. Sehr cool. Gut, wenn du jetzt zu so, ich sag mal, etablierten Unternehmen kommst, dann bist du ja erstmal der Freak. Kann das sein? Also ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du da reinkommst, so ein Marketingchef sieht dich, also sind die das schon gewohnt? Ich sag mal, du bist ja auch eine Art Influencer, kann man sagen. Nee. Ich weiß, du willst es nicht, aber du bist es halt. In deiner Funktion bist du es halt. Ja, weil du willst es nur nicht genannt werden. Nee, schau mal, weißt du, die Masse will das sehen, was sie sehen will und hören, was sie hören will. Aha. Und in ihren Augen ja. Ja, das meine ich ja. In ihren Augen. Du bist keiner, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich werde auch irgendwie so, ne? Also die Leute fragen, bist du ein Influencer? Ich sage auch, ich bin alles andere als ein Influencer. Dafür habe ich auch gar nicht die Reichweite oder den Impact und will es auch gar nicht sein. Aber irgendwie ist man ja doch, oder man wird so gesehen. Wenn du jetzt mit solchen Leuten zusammenarbeitest, haben die vergleichbare Menschen wie dich auf Unternehmensseite oder sitzt du dann vor Anzugträgern und musst erstmal generell denen erzählen, was Street Culture ist und warum das Sinn macht? Oder wissen die schon, dass sie dich brauchen? Das Schöne daran ist, dass ich relativ schnell an den richtigen Mann komme, ja, der was zu sagen hat. Durch dein Netzwerk auch, oder? Also perfekt. Durch, ja, klar. Da habe ich erstmal alles erledigt. So. Mhm. Weil in den Konzernen, darf man ja sagen, in der Konzernwelt ist es wirklich sehr schwierig. Sehr schwierig, weil die eine eigene Sprache haben. Mhm. Eine eigene Religion haben, eine eigene Kultur haben. Und ja, natürlich ist es für die schon, vielleicht kennst du das, wenn du im Meeting hockst und auf einmal so der Tisch bewegt sich irgendwie. Mhm. Ja, oh ja, klar. Aber dann fangen die an oder ich stelle dir eine Präsentation vor und dann teilweise schlucken die schon. Klar, gell? Was total nicht mehr ganz stolz macht eigentlich auch, weil ich werde nicht vergessen, wo ich herkomme und das ist auch schön so. Mhm. Und Niederschläge sind dafür da, ja, zu lernen, um immer besser zu werden. Du musst im Leben solche Menschen kennenlernen, mhm, und du musst auch im Leben sehr viel verlieren. Mhm. Weil ich sagte nur von meiner Erfahrung, in dem Moment, du reingehst in die Meetings, hast du schon verloren eigentlich. Mhm. Weil wenn solche Menschen vor dir sitzen, entweder killst du das so, mhm, oder du bist raus. Mhm. Mitte gibt's nicht. Mhm. Also ja, zumindest meine Meinung. Verkauft oder nicht verkauft. Genau. Und, ja, und das macht mich schon immer stolz, wenn ich dann rausgehe und sage, okay, ich habe das halt dann schon schön gerockt. Ja. Und
dann kommt halt danach eine Mail, ey, weil wir wollen oder weil wir wollen nicht. Ja. So, bei mir gab es nie so, ja, mittig und ja, wir melden uns und so. Ja, nee. Ja oder nein? Absolut. Ist auch das Beste, aber das ist ja auch das, was ich mal als Unternehmer so geschätzt habe. Lieber eine schnelle Absage, dann entstehen nämlich keine weiteren Kosten mehr. Als wenn man noch eine Runde dreht über ein Konzept und eigentlich geht es nur noch um Beschäftigungstherapie und eigentlich wissen schon alle auf Konzernseite, dass sie es gar nicht buchen wollen. Da bin ich auch immer, ich war immer der größte Verfechter oder ich habe auch zu unseren Kunden und sage das auch heute noch zu jedem Kunden, sagt lieber schneller nein, weil dann habe ich keine Arbeit mehr. Warum machen die das nicht? Weil Leute nett sein wollen. Leute aber, wollen nett sein, Leute aber wollen... Aber es ist das Gegenteil. Du ja, hältst auch niemanden auf, du bringst genau. Jemanden in Verzug. Ja, aber das ist aus den besten Intentionen heraus. Deswegen sage ich ja, the road to hell is paved with good intentions. Mhm. Leute wollen gute Absichten, ja. Aber... Oder manche trauen sich auch einfach nicht. Viele haben nicht gelernt, Nein zu sagen. Finde ich auch ein Riesenproblem. Musste ich auch erst besser werden im Unternehmertum. Einfach zu sagen, nein. Klar zu kommunizieren, ja, nein. Also einfach schnelle Entscheidungen. Ich finde sowieso Entscheidungen treffen ist eins meiner Lieblingsthemen. Weil ich... Die Leute sagen immer, wie trifft man die richtige Entscheidung? Ne? Und ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Bewerten kannst du sie erst in der Retrospektive. Ich habe nur gemerkt, unternehmerisch bin ich immer dann sehr schnell erfolgreich geworden, wenn ich sehr schnell, klar Entscheidungen getroffen habe. Was willst du machen? Du hast eine Faktenlage, die kannst du bewerten. Du bist auch nicht der liebe Gott, du steckst nicht drin, du weißt es nicht. Also musst auf deinen Bauch hören. Du triffst eine Entscheidung und nachher kannst du sagen, war richtig oder falsch. Kannst den Weg weitergehen oder anpassen. Das ist so meine Erfahrung. Mir ging es mal darum, schnell Entscheidungen zu treffen und das können viele nicht. Oder wollen sie vielleicht auch nicht. Oder aber dürfen vielleicht im Konzern auch gar nicht. Ja, und dann hast du mal das Problem, dass die Leute sich dann weit vom Fenster lehnen. Ne? Genau. Oder dass sie eben sich nach oben immer alle versichern sich durch und schreiben sich gegenseitig diese E-Mails, wo jeder in CC ist, damit nachher da keiner sagen kann, wie, also ihr wart doch alle mit in CC, ihr wart doch mit dem Loop. Ihr hättet das doch sehen müssen. Ja, ja, klar. Aber du hast gerade was Spannendes gesagt zum Thema. Ganz am Anfang hast du gesagt, jetzt geht es auch darum, sowas in Rechnung zu stellen. Mhm. Und das ist schwierig. Am Anfang war es sehr schwierig. Warum? Warum? Weil ich einfach, du musst dir vorstellen, ich habe ein Straßenabitur. Mhm. Weißt du? Mhm. Und, Street smart, ja, book smart. Weißt du, ich bin street humble, weißt du? Und in dem Moment habe ich überhaupt keinen Durchblick gehabt, damals vor 5 Jahren, wie Rechnungen schreiben kann jeder. Ja. Ja? Ja, davon muss man vorsichtig sein. Mhm. Wir beide haben schon viel Erfahrung, wie Rechnungen auf uns zukommen. Viel was dann, ja. Aber im Großen und Ganzen geht es hier um Consulting. Mhm. Ja, und es geht es hier um Beratung. Ja, geht um Gewerkschaft. Ja. Weißt du, viele Konzerne sind auf Gewerkschaft, weißt du, was ich meine? Und rechnen anders ab. So, und dadurch, dass ich eine wunderbare Frau zu Hause habe, die mir das alles gezeigt hat damals, wie sowas funktioniert und ich das bis heute noch, wenn es immer höher wird und erfolgreicher, die Katharina immer nachfragen und sagen, pass auf, ich habe einen ganz anderen Deal, jetzt kannst du mir da mal helfen, etc. Ja. Falls sie Zeit hat, ja, die ist selber sehr viel unterwegs, aber wie, auf deine Frage zurück, ich ziehe es immer so lang meine Antworten, sorry dafür. Easy. Mir geht es, die ging es dann um die Rechnung, also das ist ganz einfach zu verstehen, gibt es einen Stundensatz, ja. Der wird ausgerechnet, ja. Und da gibt es einen Vorvertrag. Ja. In dem Moment gewinne ich immer. Ja. Ja. Aber worauf ich hinaus mache, ist, hat das auch was mit Selbstwert zu tun? Also das Gefühl, also warst du dir immer schon bewusst darüber, dass du das wert bist, was du deine Rechnung stellst? Oder war dir das gar nicht bewusst, dass du diesen Wert durch dein Netzwerk überhaupt mitbringst? Viele Leute da draußen haben, also ich kriege von Selbstständigen immer ganz oft so dieses Ding, ich traue mich nicht, diese hohen Sätze zu stellen, das bin ich doch gar nicht wert. Weißt du, so ein Problem mit so einem Selbstwert. Und ich sage den Leuten immer eigentlich, also es sagt sich so leicht, ich glaube, viel zu viele Menschen da draußen im Selbstständigen, die auch beratend tätig sind und großartigen Mehrwert bringen, rechnen dafür nicht genügend ab. Und das hat was mit Selbstwert zu tun, weil sie manchmal auch das Gefühl haben, so nach dem Motto, wie du sagst, ich habe ja nur ein Straßenabitur, also ne, aber ich meine, dieses Netzwerk, was du aufgebaut hast, ist ja Gold wert. Also absolut. Du kannst ja wirklich sowohl bei Luxus-Brands, als auch bei Street-Culture-Brands, als auch im Nachtleben, als auch in so einer Arty-Szene, absolut. Du kannst überall abklopfen, du kennst die alle und die kommen ja auch alle zu dir. Hat das, also, darum gewinne ich immer. Weißt du, genau, wollte ich fragen, weißt du, was du wert bist? Das ist meine Frage. Ja, also da gibt es eine gewisse Summe. Mhm. Du sagst jetzt, ich mache dann einfach ein tolles Beispiel. Ja? Ja, du sagst, Wally, pass auf, ich würde gerne jetzt mit diesem Künstler arbeiten. Ich habe mitbekommen, du bist cool mit ihm. Sag ich, okay. Dann setze ich dir
eine Rechnung, da wo meine Pauschale drauf ist, mein Stundensatz ist. Ja. So, jetzt hast du 50.000, mhm, ja, die Hälfte wird bezahlt, mhm, da ist aber nichts passiert. Mhm. Da ist nichts passiert. Die andere Hälfte wird bezahlt dann, wenn wir am Tisch alle hocken und einen Kaffee trinken und essen gehen mit deinem Wunsch, mit dem Künstler. Ja. So, in dem Moment zurück zu dem Thema, ich gewinne immer. Ja. Ja, und das ist, wie du gesagt hast, das ist dieses harte Hustlen, mhm, wo viele Leute mir einen Vogel gezeigt haben. Mhm. Ja, warum sollen wir jetzt für ein Netzwerk zahlen? Ja, dann mach's doch. Mach's doch selbst, baust doch selber auf. Ja, steig doch auf info.de oder was, ja, ist das? Mach das doch. info@superkünstler.de. Genau. Mhm. Ja, oder dann sehen sie dann einen wunderschönen, krassen Künstler, da fangen sie an anzuschreiben auf Info oder auf ein Management. Danke. Und dann nach 3 Monaten später, du kannst mir doch ein Bier trinken gehen. Ja. Ich hätte doch eine Frage, ja, kannst du mir mal kurz dein Angebot wieder schicken? Hm. Es ist ein Spam gelandet. Ja, ja, genau. Nein, aber das ist halt genau das, was ich meine. Das ist ja ein Wert, was du da aufbaust, sowohl an Netzwerk als auch an Wissen, als auch an Marktzugänge. Und, die schätzen die Arbeit nicht. Ja. Weißt du, die da drin hocken als irgendwie XY-Abteilung, mhm, die noch nie in ihr Leben gehustelt haben. Mhm. Ja. Und hustlen heißt für mich, dass du wirklich in der Früh aufstehst und wirklich hart an deine Ziele arbeitest. Mhm. Disziplin, Vernunft, eine Linie. Ja. Wenn du das nicht drauf hast, dann kannst du die besten Leute kennenlernen. Und die Leute, die das schätzen, da gibt es da draußen schon ein paar Wallis, ja, ein paar Uwes. Mhm. Hast du nicht mal das Gefühl gehabt, hey krass, da denkt er wie ich, ein cooler Typ, weißt du? Total, und wie selten kommt das eigentlich vor? Also, dass man es auf einer Wellenlänge liegt. Richtig. Ist aber wahrscheinlich, geht jedem so. Aber das stimmt, deswegen freut es mich auch, dass du da bist, weil du bist da extrem auf einer Wellenlänge. Okay. Aber du hast gerade gesagt, so, du willst an deinen Zielen arbeiten. Was ist bei Walli jetzt gerade privat auf der Happy List, auf deiner Zielliste? Also privat, beruflich, wo willst du gerade hin in 2019? Was sind deine nächsten Herausforderungen? Da, klar, ich meine, wir hätten beide sehr viele Wünsche, ne? Das ist schon schön. Träume sind dafür da, die umzusetzen. Aber fliegen können wir alle nicht. Ne? Und daran zu arbeiten müssen wir. Und ich habe dir einfach mir wichtige Ziele gesetzt, wie zum Beispiel ich meinen Laden wieder aufmachen. Cool, ich, ja, bin der Erste, der da ist. Absolut, ja. Absolut, ich werde August 10 Jahre mit meiner Marke in Bali. Ja. Und ich will Back to Roots, genauso klein, genauso fein, genauso limitiert, aber mehr Fokus auf Walli Apparel und Walli Schmuck etc., ja, weil ich das sehr viel vernachlässigt habe, was nicht schlimm ist damals, aber mhm, ja, es ist einfach so gewesen, ich hätte es genauso im zweiten Leben genauso gemacht. Und Nummer 2 ist einfach, dass dieses Hustle eines Tages aufhören soll. Ja. Ja. Das ist, das würde ich auch nicht auf den ersten Punkt setzen, weil es total unrealistisch ist für mich. Weil ich muss erstmal meine Basic zurückbringen, so, mhm, einfach meine Basis, wo mein Laden war, mein Retail. Ich vermisse einfach die Kommunikation mit den Kunden. Und dann kann ich langsam diese Beratung runterschrauben, ja, und das einfach nebenbei machen. Ne? Mhm. Und ja, das ist halt Gesundheit, natürlich ist, aber ich weiß nicht, also durch mein vieles Hasseln und Arbeiten ist meine Gesundheit toi immer on top, hoffe ich, aber das wären so meine 2 Ziele. Ja, gute, ja, Ziele. Ja, ja, für die anderen weiß ich nicht, für die anderen Menschen ist es momentan gibt es nicht, also für andere Menschen sind es Gesundheit Nummer 1, das ist richtig, absolut, das nehme ich auch sehr hoch, aber für mich sind diese 2 Punkte das Wichtigste. Ja, es geht nur um dich. Alles andere ist wurscht. Das heißt, von außen kann niemand deinen Fortschritt bewerten, weil niemand weiß, wo du hin willst. Ja, weil es auch nie realistisch ist für die. Ja. Und das ist es. Und ja, schauen wir mal. Aber was heißt schauen wir mal? Ich bin dran, mehr kann ich nicht machen. Wenn ich jetzt, habe schon ein paar Objekte angeguckt, die passen auch alle. Das Monetäre, da muss man noch ein bisschen runterschrauben. Du weißt selber, wie wir wohnen beide in München, wie teuer das ist. Total. Es wird immer teurer. Gerade Gewerbe, gell? Ja. Ja. Mann, ich bin so froh, dass du da bist. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Ich würde dich gerne weiter begleiten.
Also bitte, gerne, bitte. Lass uns im Herbst wieder treffen. Ich will hören, dass endlich dein Laden wieder am Start ist, zum 10-Jährigen im Grunde genommen. Ja. Ich wünsche dir, dass deine Happy List sich erfüllt. Ich freue mich, dass du diese Transformation durchgemacht hast und auch damit, du bist ein Vorbild, das hat super funktioniert. Du hast es gemacht, du bist damit sozusagen ins seriöse Fach gewechselt mit der Beratung. Ja. Hast auch das jetzt gemacht und weißt aber auch, dass dir das andere auch wieder fehlt. Ist auch wieder so ein Coming Home, finde ich total großartig. Also von daher, ich lade dich wieder ein. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du uns eine halbe Stunde deiner Zeit hier aufgebracht hast. Gerne. Ich hoffe, dass du viel mitgenommen hast. Und dir da draußen wünsche ich viel Erfolg bei deiner Happy List. Bleib dran. Danke, dass du da warst. Du findest Walli in den Shownotes. Ich verlinke dir hier. Mich findest du wie immer unter www.uwevongrafenstein.de. Lass gerne ein Abo da. Abos kosten nichts. Weder auf YouTube noch hier bei iTunes. Auch wenn es Abo heißt, es ist kostenlos. Und viel Erfolg bei deiner Happy List. Wir sind raus. Ciao. Ciao.